Wir warten erstmal, bis Frankfurt Belagerung erfolgreich abgeschlossen wurde. Nur nichts vorschnell ein beurteilen. Bündnis mit Anhalt aufkündigen. Ablehnen. Ja, komm, deren Bündnis ist nur alles scheiße. So, gut. Das ist jetzt von. Setzt durch Ulm. Das heißt, das kann ich mir auch nicht. Der Ulm ist nicht Wien. So, haben die irgendwelche interessanten Bündnisse, die man vielleicht mal aufkündigen könnte? Mailand. Bündnis. Ich kann das eh nicht angreifen, von daher juckt mich das überhaupt nicht. So. Frankfurt wird in den Umschlagplätzen in beiden seinen Aktivitäten 50% seines Handelseinflusses an Würzburg übertragen. Das steigert unseren Handel, das bringt schon mal Geld. Wir bekommen 45 Dukaten. Dukaten. Ach richtig, das sind ja nicht Gold, das ist Dukaten, was zu Inflation führt. Ach richtig. Wir halten Machtprojektion. Hey, Frankfurt erniedrigt. Wir kriegen fast einen Bonus. Wohl an, meine Freunde, wohl an. So, ich kann. Das ist natürlich jetzt schlecht. Haben die denn irgendwelche Bündnisse, die ich auflösen möchte? Augsburg ist da unten, interessiert null. Anhalt ist auch noch so ein Einstädteding. Nö. Wobei Pfalz wäre vielleicht noch ganz interessant. Ich würde sie gerne erniedrigen. Und ich brauche leider das Geld, auch wenn ich dafür jetzt Inflation bekomme. So, wir kriegen außerdem noch mehr Handelseinfluss, noch mehr Machtprojektion und schon kriegen wir Bonuspunkte. Hey, die für nichts außer für Technologie. Und das annektieren wir einfach komplett. Kaiser kann diese Rückgabe verlangen. Ja, der Kaiser kann mich mal am Arsch lecken, weißt du das? So, da stellen wir jetzt gleich mal unsere Truppen drauf. Weil schon fangen die Unruhen an mit 11.000. Alter, leck mich am Arsch. Aber hey, wir haben Kohlen. Wir können irgendwas bauen. Wir können einen Tempel auf Nürnberg bauen. Nürnberg. Oh, Nürnberg hat schon einen Marktplatz. Ja, super. Vielleicht soll ich mal mit Österreich meine Beziehungen verbessern. Einfach so aus Sicherheit. Ah, ich habe vergessen, mit Kirchenstaat meine Bündnisse. Ja. Kirchenstaat lohnt sich, weil dann bekommt man mehr Papsteinfluss und wir haben ja schon durch die Tradition plus 1 als Würzburg. So, schnell auf Nürnberg meine Ding stellen. Tipp, wenn ihr im Krieg seid und mit dem Land ein Bündnis abschließt, fordert der Kaiser das nicht zurück. Ah, toll. Ah, toll. Hohes Einkommen. Ich habe ein hohes Einkommen. Was habe ich hier für ein Gerücht? Fordert das erst zurück, wenn der Krieg vorbei ist. So, jetzt werden wir gleich richtig derbe Unruhen drauf bekommen. Ja, 9,2 Jahren. Jetzt lehne ich das gleich automatisch ab. Und jetzt haben wir hier 17,7 und 4,5 Jahre, ne? Das geht noch. Wie viel Gewinn mache ich denn? 1,22? Bin ich am Arsch. Das Problem ist auch, ohne DLCs kann man so keine Kriegsreparation und nichts verlangen. Das ist auch kacke. Das halbe Spiel fehlt halt einfach ohne DLCs. Das ist der Wahnsinn. So, wir haben schon mal etwas, das so ein bisschen die Renaissance fördert. Ja, in 4,5 Jahren. Egal, wir haben ein Land erobert. Eine Provinz groß war. Fürchte die Macht von dem stetig wachsenden Nation Würzburg. Das glaube ich jetzt ganz Franken verbündet hat. Nee, warte mal. Du bist auch noch fränkisch, oder? Ja. Mist. Ich muss das doch Ansbruch vereinigen. Ja. Ist überhaupt noch jemand im Chat? Nein? Gut. Na, der Fino, der ist immer da. Der wohnt hier. Der wohnt ja in meinem Wandschrank. Wissen. So. Ja, gut, wir kommen 10% Malus, aber juckt. Ich kann die Punkte eh nicht an nichts ausgeben. So. Westliche Finanzinstrumente. Der Überseehandel ist sehr riskant, jedoch auch äußerst profitabel. Die Entwicklung von Finanzinstrumenten wie der Kreditbrief werden das Risiko verringern und unsere Profite erhöhen. Jetzt ist mein Flottenunterhalt gestiegen. Oh nein. Wenn ich eine Flotte hätte, wäre das echt schrecklich.
Aber wir können bald die erste Ideengruppe verabschieden. Das wäre toll. Nationale Ideen, yes. Die Auswahl der Ausrichtung eines Landes ist möglicherweise die härteste Entscheidung, die ein Herrscher jemals treffen muss. Nationale Ideen sind die Konzepte, mit denen unser Land in den kommenden Jahren geformt wird. So, und da wir der Zeit voraus sind, beziehungsweise dass wir der Zeit voraus, bekommen wir hier einen fetten Malus. Den sollte man vielleicht abwarten. Oh Gott, ich habe das noch gar nicht... Ich Idiot, habe das nicht zur Kernprovinz gemacht. Bin ich denn völlig geistig behindert? Ah, scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich behindert bin. Ich muss das doch zur Kernprovinz machen. Und das kostet auch noch so viel. Ja, geil. Und ich bekomme es... Oh Gott, bin ich dämlich. Ich habe das Wichtigste vergessen, ich Vollidiot. Ah, ich schau einfach mal in Ruhe zu. Ja, ja, wie ich gerade fehle. Ah. Man muss das zur Kernprovinz machen, dann gehen die Unruhen stark zurück. Und ich Idiot vergesse das natürlich. Wann kann ich das zur Kernprovinz machen? Oh Gott. 171. Ich habe jetzt 14. Oh Gott. Das dauert noch über 10 Monate. Und wann bricht da die Revolte aus? In 4 Jahren. Es dauert ein Jahr, weil ich einen Anspruch drauf habe. Das könnte problematisch werden. Aber hey, ich mache fast 2 Gewinn. Leck mich am Arsch. Okay, ich habe jetzt auch plötzlich 15... Ach so, ja stimmt, weil ich ja von Frankfurt, das ein Haufen Ding hat, bekannt kommen. Also mit dir ist es aber weniger, habe ich das Gefühl. Standardisierte Pikeniere, hey. Eine Pike ist eine bemerkenswerte, einfach herzustellende Waffe. Doch um den größtmöglichen Vorteil zum Einsatz der Pike zu erlangen, ist es nötig, dass die komplette Formation Waffen mit ähnlicher Länge und Klinge führt. Mehr Gefechtsbreite und mehr Nahkampf, alles. Und wir haben neue Waffen freigeschalten. Wir nehmen... ich nehme mal den langen Bogen, nehme ich gerne. So, jetzt muss ich wieder warten, bis... Wir können eine Ideengruppe jetzt aber verabschieden. Welche nehme ich denn da am besten? Humanistisch bräuchten wir später, wenn Reformation ansteht. Quantität-Ideen werden auch gut, das macht unser Heer billiger und wir können mehr Truppen und schneller Truppen bekommen. Gut, da ich aktuell sowieso nichts habe, somit so punktetechnisch, warte ich einfach mal ein bisschen ab. Was will Sachsen von mir? Sachsen will Würzburg haben, na toll. So, wie sieht es denn Einfluss aus? Papsteinfluss durch das bessere Beziehungen, die ich auch vergessen habe. Schön, wenn ich die Hälfte vergesse. Ich spiele nur auf sehr schwer. Da muss man das jetzt nicht berücksichtigen. 11.000. In 2,9 Jahren. Ja, geil. Ich Idiot vergesse es, so eine Kernprovinz machen. Ich könnte es unterdrücken. 50. Soll ich vielleicht im Hinterkopf behalten? Eventuell muss ich das nutzen, weil ich Idiot bin. Und die Hälfte des Spiels vergessen. Oh, ich vergesse mal das wichtige Kernelement eines Spiels. Wie immer in meinen Let's Plays. So, bekomme ich jetzt erstmal nicht mal 170. Oh, das dauert. Oh, ich kann Zeug bauen. Soll ich mal ausnutzen? Ah, mein General ist tot. Na geil. Wenn die Rebellen es nicht so schwer haben, meine Truppen zu töten. Das wäre ja auch schlecht, wenn die es schwer haben. Das wäre ja dann Arbeit und... 006, 006, 060. Ich spare mal sicherheitshalber noch viel Geld. Eventuell muss ich gleich ein paar Söldner oder sowas anheuern. Weil ich Idiot vergessen habe, das hier zu machen. Diplomaten abberufen. Komm schon, nochmal 7. Ich bekomme noch 7, ja, ich bekomme den Bonus, weil ich 50 Machtprojektion habe. So, Kernprovinz, schnell, wie lange dauert das? 2 Jahre? Ich hatte doch einen Anspruch. 2 Jahre, na toll. Der Krieg, ja, ganz toll. Das ist scheiße auf ganz hohem Niveau. Gib mir mal General 9. Der ist auch scheiße, aber was willst du machen? Was willst du denn machen? So, wie sieht es auch mit meinen Verbündeten aus? Die mögen mich nicht mehr ausreichend. Ich verbessere mal meine Beziehungen lieber. Ja, ich habe unrechtmäßiges Territorium, ich weiß. Aber was soll ich machen?
Gut, ich hätte es zu einem Untertan machen können, aber dann habe ich zu viele Beziehungen. Ich weiß, ich bin nicht so der Freund von Untertanen. Da muss er sich auch immer drum kümmern und die machen auch nur Scheiße und. Gut, ich nehme nicht an, dass Österreich sucht willige Gestalten. Kann ich ablehnen, bekomme ich Prestige. Ich nehme nicht an, dass Österreich irgendwie. Nein. Österreich will ein Bündnis mit mir. Ja, was für Wahnstellung habe ich denn? Dann muss ich erst nochmal meine Provinzanzahl verfünffachen. Dann können wir darüber reden. Naja, verfünffachen nicht, aber mehr, dann werden auch irgendwann die Großmächte interessiert an einem. Oder die größeren Länder. Moment. Ja, doch immer noch 16,2. Ey. April 65. Ja. Kann man ja mal machen, einfach so irgendwelche wichtigen Elemente vergessen. So, baue ich jetzt einen Marktplatz? Ich habe Wein. Handel ist gerade richtig geil. Aber auch nur, weil ich übertragen bekomme. Soll ich vielleicht ein bisschen upgraden, mein Handel? 92. Was bekomme ich noch als Bonus, wenn ich das fördere? Baukosten minus 5%. Bis ich das irgendwann fördern kann, ist Weihnachten. Es ist bald Weihnachten, es ist schon Oktober. So. Ulm ist zufrieden, gut. Immer schön dafür sorgen, dass die Verbündeten nicht aufhören, ausgehen. Ist zwar nervig, wenn man denen helfen muss, aber wenn man Hilfe braucht, sollte man die haben. Und man sollte auch ein bisschen darauf achten, wie viel aggressive Expansion man bekommt, wenn man dahinter einfach mal so erobert. Weil es bilden sich dann irgendwann mal Bündnisse, wenn man zu viel sich einverleibt auf einmal und dann neigen diese Bündnisse auch dazu, mal stärker zu sein als man selbst und einen zu überrennen. Das ist dann auch nicht so vorteilhaft. So, in 2,5 Jahren statt geht es hier langsam hoch. Das gefällt mir. Überdehnung, ja, das ist auch noch. Sie sollte möglichst immer unter 100% bleiben. So, jetzt ist das Teil meines Reiches. Jetzt sollte diese Unruhe mal ein bisschen abnehmen. Nein, tut sie nicht. Okay, dann eben nicht. Weil, warum auch? Sie nimmt natürlich nicht ab, aber die Überdehnung hat abgenommen. Na, wie lange hält das an? Ich glaube, zurückfordern, 10 Jahre. Wie sieht es denn mit Brandenburg aus? Habe ich da vielleicht irgendwann mal eine Chance? Nein. Böhmen hasst mich auch, ne? Ja, aggressive Expansion. Vielleicht verbessere ich mal meine Beziehung mit Böhmen. Die sind so recht nahe und unangenehm. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn die ja, mich nicht angreifen. Das wäre irgendwie ganz geil, weil Böhmen ist halt schon so ein bisschen größer, sag ich mal. Und ich glaube, meine Verbündeten reichen nicht aus, um Böhmen zu stoppen. Was mich zur nächsten Frage bringt. Ideengruppe. Naja, das ist eine religiöse Einheit, die brauche ich. Bräuchte ich 2, um die Unruhen zu senken? Naja. Sollte auch kein Waffenstillstand brechen, das ist auch immer sehr schädigend für. So ist jetzt die Frage, unterdrücke ich die Rebellen? Wie lange hält denn das noch an? Bis 1492, oh Gott. Unrechtmäßiges Territorium minus 10, ja, das ist halt schon hart. Das ist halt einfach hart. Ich kann auch den Forderungen nachkommen, aber dann wird Nürnberg eine unabhängige Nation und das möchte ich ja doch vermeiden. Problem ist aber, ich habe nicht die Truppen, um. Jetzt soll ich mal meine Armee ein bisschen erhöhen. Wo ist überhaupt mein Truppenlimit? Truppenlimit liegt aktuell bei 8. Bei 8. Dann bau mal. Was habe ich denn? Ich habe. Hier mal da. Bau mal
zwei Langbögen und noch ein Ritter. Und da unten steht mein Truppenlimit auch. Hey. Wieso kann ich das hier nicht erhöhen? Dazu brauche ich ein DLC. Damit ich diesen Plus-Button habe, brauche ich ein DLC, damit ich das direkt hier erhöhen kann. Das glaubst du doch einfach nicht. So, Truppen reduzieren auch je nach Größe bis zu 5, glaube ich. Ja, 5 war das Maximum. Waffenstillstand schon mit Braunschweig beendet. Das ist schlecht. Das könnte meine Verbündeten wieder auf dumme Ideen bekommen. So, jetzt habe ich ein Problem so langsam. Das Problem ist nämlich, ich möchte nicht, dass die da direkt spawnen. Deswegen ziehe ich die mal ab. Vereint das mal. Ich erhöhe mal meine Armeestärke. Das kostet übrigens auch Truppen, das sagen. So, ja, ich habe Truppen am Truppenlimit. Ich nehme gleich mal die billigere Armee. Kann sie das natürlich auch aufsparen, aber... So, ich brauche eventuell gleich noch ein paar Söldner. Ja, kosten ganz schön Geld, aber sind dann halt schnell verfügbar. So, und ich glaube, ich nehme die Quantitätsideen erstmal. Rekrutensalvel ist plus 50, ist halt schon ein Ich brauche schneller mehr Truppen. Das geht so nicht. Württemberg hat Ansbach den Krieg erklärt. Na, ganz toll. Jetzt klauen die mir gleich mein einziges Eroberungsland, das ich noch habe. So, Böhmen. Bitte greif mich nicht an, sonst habe ich ein Problem. Das wäre echt schlecht, wenn mich Böhmen angreift. Das wäre echt ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Und normalerweise sollte man so eine Provinz mehr erobern, aber ohne DLC wird das scheinbar nicht automatisch übergeben, was auch sehr toll ist. Weswegen ich nicht mehr als diese eine erobern konnte. Weil dann erobert man einfach zwei und gibt dann eine zurück und sagt, passt schon. Und dann bekommt man diese Unruhe nicht und das andere kann man dann schnell... Ja komm, Stabilität hier. Stabilität plus 2, yes. Unruhe global minus 2. Das wird die aber auch nicht stoppen. Okay, ich habe Truppenlimit, Armee am Truppenlimit. Ich kann mir gleich noch ein paar Söldner leisten. Dann soll ich diesen Rebellenaufstand niederschlagen können. Ich bin sehr optimistisch, wie man merkt. Und die lassen sich sehr viel Zeit, das gefällt mir. Basis 4, Nürnberg 4, Fortschritt. Ja, lauft einfach mal durch. Vielleicht laufen die. Ja. Nein. Ihr führt alle nicht irgendwie. Man kann natürlich auch hoffen, dass die Gegner durchlaufen. Dann werden die auch von den Rebellen angegriffen. Oder die anderen Länder. Das machen die aber prinzipiell nur dann, wenn man es nicht braucht. Die lassen sich echt Zeit. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich könnte meine. Nee, lieber nicht. Sonst sind sie gleich weg, finde ich. Das nimmt halt so ganz langsam nur ab, vor allem wenn man vergisst, das zur Kernprovinz zu machen, so wie ich. Gut, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ich würde nie ein Spiel spielen. So, jetzt brauche ich ein paar Söldner. Wie viele Söldner brauche ich denn? Der Nachteil ist halt, die sind sauteuer. Aber was willst du machen, ne? 4 habe ich 12, das sollte mir. Oh, es ist teuer, Alter. Aber die können wir dann gleich wieder abbauen. Ich warte mal noch einen Monat, damit ich hier die Moral voll bekomme. Wir haben Kredit aufgenommen. Ja, geil. So, und jetzt muss ich hoffen, dass ich die platt bekomme. Und das wird was, das wird was, das wird was. Oh, danke. So, Söldner abspalten und tschüss, Einheit auflösen. Gut. Jetzt habe ich einen Haufen Schulden. Toll. Sehr gut, läuft. Ich weiß, was ich tue. Oh, ich habe noch mehr Kredite aufgenommen. Ich habe immer noch Schulden. Ja, geil. Wärst du mal wieder mit ein bisschen Plus jetzt, ne? Jetzt müssen erstmal eine Armeen wieder natürlich. Das kostet ja auch Geld, wieder aufzustocken.
Ah, nur noch 0,4. Nur noch 0,4 Verlust. Ah, 0,9 Rubin. Sehr gut. So, jetzt müsste meine Armee gleich wieder am Limit sein. Sehr gut. 8000. Ja. Und die Rebellen sind auch weg, weil sie alle umgebracht haben. Jetzt habe ich nur winzige Kredite, die als kleines Land vernichten. Bitte was? 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 Halt doch das Spiel an! Hallo, jetzt! Würdest du bitte mal das Spiel anhalten, du Kackspiel? Was soll denn das? Ich habe doch Leertaste gedrückt. Was ist denn jetzt passiert? Na toll. Jetzt greifen die Arsch... Wer führt denn hier gegen wen Krieg? Pfalz will Nürnberg haben. Ach komm, wirklich? Na toll. Das ist ja jetzt leicht ungünstig. Führt Böhmen denn... Nein, Böhmen führt nur mit mir Krieg. Ja, geil. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was passiert, wenn man... Ja. Nürnberg verschwindet gleich wieder von der Karte. Von meiner Karte. Hoffe ich nicht. Ja. Bayern, bekommst du das hin? Du bekommst das hin? Hm. Problem ist jetzt, ich fühle ganz, ganz schlecht. Ich habe doch Nürnberg gerade erst erobert und verteidigt. Und jetzt muss ich es gleich wieder abgeben. Das wäre jetzt irgendwie ganz gut, wenn wir gewinnen würden. Ich könnte mich jetzt zu spät wieder noch einzumischen. Die belagern jetzt wahrscheinlich gleich meine Städte. So, könnten wir Pfalz vielleicht ganz...